Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, Herr Landeshauptvertreter, lieber Lorenz Meyer, vor allem liebe Bodeninteressierte. Grund und Boden, Boden und Leben, das sind keine Wortspiele, sondern das ist was, was man, wir als Landwirte sind eben wie kein anderer. Und das hat immer, wenn ich irgendwo bin, bei Leuten, die nicht in der Landwirtschaft sind, eins müssen sie schon wissen. Das Land ist so geworden, wie es ist, der das hier bewirtschaftet hat. Und wenn man jetzt zu irgendeinem Socken, wie es geht, dann tun wir immer schwach. Trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, die gern über mitredet und die gern bestimmen möchte, wie andere ihre Arbeit zu tun haben. Und wir haben oft schon gesehen, dass manche Dinge eben zum einen notwendig sind, zum anderen gut getan werden von uns als Bauern, weil sie uns Einkommen, Geld bringen, das ist auch notwendig, aber dass nicht immer alles gut und richtig ist, was dem System vorgegeben wird und was wir tun sollen müssen im Sinne einer Antragstellung, im Sinne einer Ölbewirtschaftung und. Und das sind jetzt manche Dinge, die du gesagt hast, die schon ein bisschen in die richtige Richtung gehen, wo ich sage, Bodenbearbeitung heute spät, Ockern im November, wo dann Stickstoff freigesetzt wird, ob das das ist, was der Sinn ist nach einer Begründung, das ist die große Frage. Und diese Dinge, glaube ich, müssen wir im neuen Programm unbedingt alle gut und besser einarbeiten, denn wir haben gesellschaftliche Diskussionen, das sind zum einen die Betriebsmittel. Glyphosat ist für uns ein Mittel, das wir in einer konservierenden Bodenbearbeitung zum Teil brauchen, weil wir das, was wir oben haben, nicht immer mechanisch abtöten kann. Und wenn man es mechanisch abtötet, dann muss man 26 Meter drüber fahren. Und ob dann nicht der Sinn von dem, was ich vorher gut gemacht habe, wieder schlecht ist, das ist die zweite Seite. Und daher sind manche Dinge eben notwendig für uns. Und ich wünsche mir, dass unser Verein hier diese Dinge aufzeigt und dass wir vor allem gesellschaftlich und politisch die Vertretungen haben, dass die Verständnis haben für uns und für die Produktionsart, denn es muss möglich sein, dass Land bewirtschaftet wird, denn nur wenn es bewirtschaftet wird, kann man Nahrungsmittel erzeugen. Und wenn wir gemeinsam darauf hinweisen, wir brauchen uns nicht verstecken, ja, es gibt wenige, die in der Bodenbearbeitung so gut und so weit sind wie wir, dass sich manche Dinge verändert haben, dass eben früher mit organischen Düngern das Ganze anders war, dass heute, wenn ich Mist oder Gülle habe oder gute organische Masse einarbeite, dass ich das Bodenleben züchten kann. Das sind die Dinge, die wir wissen, aber wir sind eben in einer wirtschaftlichen Situation, wo das nicht mehr in jeder Region zur Verfügung steht und wo in der Genetik steht und 3 Meter Ölwurzel. Das ist halt jetzt nicht mehr. Und da müssen wir andere Maßnahmen setzen und ich glaube, dass wir mit dem Verein Boden und Leben hier sehr gute Maßnahmen machen können, die auch in den Programmen, in den Niederschlagen eine Möglichkeit finden müssen, denn es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass nicht die Programme in die andere Richtung gehen und die Wünsche der Landwirte gehen in eine ganz gegengesteuerte Richtung, das brauchen wir nicht, sondern wir müssen schauen, dass wir für die Zukunft wirklich eine bewirtschaftbare Möglichkeit vorfinden, also die das Bewirtschaften ermöglicht, die gemeinsam mit Programmen, mit Bodenbedürfnissen und vor allem mit dem, was die Gesellschaft haben will, in eine gleiche Richtung geht. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir sicher als Bauern den Stellenwert haben, der uns zusteht und vor allem unsere Aufgabe erfüllen können, dass wir gesunde und regionale Lebensmittel in ausreichender Qualität und Menge zur Verfügung stellen können. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, dass der Verein in 3, 4, 5 Jahren eine Bilanz stellen kann, die dann sagt, super, wir haben es geschafft, dass wir etwas erreichen, etwas bewegen und vor allem, dass wir die Landwirtschaft und die Familie wieder absichern. Danke. Ich habe es vorhin erwähnt, die Landwirtschaft wird in der Öffentlichkeit oft verzerrt dargestellt. Da ist mit Bildern gearbeitet, die wenig der Realität entsprechen. Wie kann man dem entgegenwirken und welcher Beitrag kann unser Verein für die Öffentlichkeitsarbeit dazu leisten? Ja, lieber Lorenz, möchte ich euch herzlich danken. Ich war schon einmal bei dir, habe mir praktische Versuche angeschaut, jetzt diese Gründung des Vereins.
die Landwirtschaft nicht immer die Deutungshoheit hat. Da gibt es viel gescheite Leute, die glauben das gescheit an, irgendwas verzapfen. Da gibt es NGOs, die meistens von wenig Ahnung haben, aber gleich als Experten irgendwo aufscheinen und man kann es eigentlich nicht nur selber erklären. Mich interessiert das Thema Pflanzenbau familienbedingt. Erstens einmal, weil ich die Ausbildung auch in diesem Bereich gemacht habe, mit einem gutes Pflanzenbauprofessor in Philosophie haben. Und deswegen diskutieren wir im privaten Bereich oft darüber, was kann man da machen, wo liegt im Pflanzenbau, im Ackerbau die Zukunft. Und ich möchte gleich anschließen, aber ihr euer Verein Bodenleben ist dazu angetan, auch einigen anderen die Deutungshoheit wiederzunehmen und zurückzudrängen. Ich habe einmal reingehen, dann gesehen eine Kollegin von Landschaft Leben, ich kenne auch den Hannes Ruhr sehr gut, da haben einige NGOs schon die Angst, dass sie die Deutungshoheit verlieren. Was ihr eine gute Arbeit macht und genauso denke ich, wird das auch bei Bodenleben der Fall sein, wo ich mich schon wirklich massiv dagegen wehre, von so jeder Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich und die NGOs, du bist ja, kennst ja eine Sorge, wie man dort am schnellsten Experte wird, man studiert Theaterwissenschaft oder Soziologie, heute bei einer NGO angefangen wird man schon 1400 Tonnen gereicht, das Antidom-Experte, das Gentechnik-Experte, man macht die Bauernschimpf, das ist man Agrarexperte. Und mit diesem Unsinn muss Schluss sein, das muss mir ganz deutlich gesagt werden, hier seid ihr Verein gewählt. NGO heißt für die Worte übersetzt Non-Government Organizations, man könnte auch sagen, nicht gewählte Organisation. Das muss ich mir wieder bewusst sein. Gibt es diese Verantwortung, gibt es Leute, die tatsächlich mit Berufsgewählt zusammen, dann soll es in Zukunft besser weitergehen. Und ich glaube, das Thema Bodenfruchtbarkeit, das ist ganz wesentlich. Und du hast es eh schon gesagt, warum soll sich leicht der Bauer oder Bäuerin seine eigene Lebensgrundlage wegnehmen lassen? Das ist ja kompletter Besser. Also alle Vorwürfe in die Richtung Landwirtschaft kommen, ist ja völlig absurd. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden machen die Bauern und Bäuerinnen das Beste. Und wenn man stolz sein, dass Niederösterreich so gut vorstellt im Tourismus oder dass die Kakao-Mehl-Kultur erbe geworden ist, dann nicht, weil das irgendein Leid oder was ist, sondern weil das also eine Kulturlandschaft geschaffen worden ist. Und das geht es eigentlich. Und deswegen danke ich euch, dass ihr euch diese Sorge annehmt. Ich glaube, der Erfolg wird euch beschieden sein, weil es sich die Wirtschaft aufgrund der hohen Teilnehmerzahl gibt, da spontan zugesagt und gesagt, die Sache gefällt mir. Du hast mir nicht gesagt, wie viele Leute das da sind. Ich denke, wir werden so 20, 30 da sitzen oder so viele Leute gekommen sind. Eine große Überraschung. Danke, dass ihr da seid. Es war in der Regel auf unserem Tisch sitzen zusammen biokonventionell wirtschaftende Betriebe. Wir arbeiten sehr gut zusammen, nur ist das leider nicht überall so. Teilweise treten da vermehrt Fäden zwischen den einzelnen Produktionsrichtungen auf. Wie kann man diese Differenz, sage ich mal, überwinden und wohin entwickelt sich deiner Meinung nach die Landwirtschaft generell? Also ein ganz offenes Wort, wir sind Ökologie-Weltmeister, damit meine ich die Landwirtschaft insgesamt, was die Natur und eure Bewirtschaftung betrifft, die Teilnahme am Umweltprogramm, plus unsere Erfolge im Biobereich. Die Zukunft der weltweiten Landwirtschaft liegt aus meiner Sicht zu 100% in der sogenannten Präzisionslandwirtschaft, das heißt, Dünger- und Pflanzenschutz dann zu geben, was notwendig ist. Ich wollte überhaupt nichts vom Auseinanderdividieren zwischen Bio und naturnahe, also du musst immer naturnahe Produktion dazu, das kann man in der europäischen Vergleich auch hundertprozentig so behaupten. Es gibt kein Land, das solche Programme hat, vielleicht nur wenig in Deutschland draußen. Und ich glaube, da darf uns nicht auseinanderdividieren lassen, weil getrennt marschieren heißt gemeinsam verlieren. Und das ist ja kompletter, das sollte man uns nicht zumuten. Ich muss auch dazu sagen, dass manche gewisse Produktionsrichtungen wählen als Überzeugung, andere als betriebswirtschaftliche Gründe, auch da muss man die Hintergründe ganz klar sehen, ich sage es nur ganz objektiv, das ist kein Vorwurf von irgendwem, aber das ist eine Tatsache. Und ich glaube, dass man gut daran dann, wenn man die Landwirtschaft insgesamt gut darstellt, nämlich so wie sie ist, und wir werden auch in den nächsten Wochen, du hast es schon gesehen, eine Kampagne starten, wo wir den Spieß aber umdrehen wollen, weil wir wirklich immer den Vorwurf, dass die Landwirtschaft Insekten vernichtet oder Bienen, Mörder, sonst irgendwas ist in unserem Unfug. Wir werden einmal darstellen, dass wenn alle Landwirte in Europa so wirtschaften würden wie die Österreichischen, dann hätten wir mehr Bienen und mehr Insekten. Und das ist ganz einfach die Wahrheit. Nicht nur, weil das eine oder andere Pflanzenschutz im Mittelbereich geändert worden ist, sondern einfach die Struktur ganz kleinteilig ist. Und das wissen alle miteinander, dass da die kleinteilige Struktur vor allem für die Insekten
das nicht haben, werden diese Biotope fehlen, aber ja, das kann man ganz einfach machen. Ich sage euch dazu, alles was mit dem Thema Boden zusammenhängt, gibt es eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist ja wesentlich, dass man da genau Richtung GAP-Verhandlungen, dass wir das Geld verführen, Insekten, Boden, weil ich glaube, da sind die Leute am meisten bereit auch, oder haben das Verständnis dafür, wenn hier öffentliche Gelder von Seiten des Landes, von Seiten des Bundes und von Seiten der EU fließen. Das ist halt in meinem Zusammenhang die Meinung. Ja. Das kann man vielleicht anmerken, wir sind auch die Einzigen, die tatsächlich Sauerstoff produzieren. Wir bringen nicht nur CO2 in die Luft, wir produzieren Sauerstoff. Klimawandel und verstärkt auftretende Wetterextreme zeigen, wie wichtig es ist, dass wir auf unseren Feldern einen guten Erosionsschutz machen. Wie nimmst du bist ja der Referent für die Feuerwehrwesen in der Landesregierung, wie nimmst du diese extremen Ereignisse wahr und diese Entwicklungen, dieser Abschwemmungen, man hat es vorhin gesehen in einem Video bei mir, ist so schlimm zu reden von den Antwort. Ja, ich glaube, Dr. Staudinger, der Chef der ZMG, bei uns glaubt das eindeutig, es wird, wir haben in den letzten 17 Jahren, gar in den letzten 18 Jahren, die Starkregenereignisse nehmen zu. Ich war, wie bei dir damals, wo wir uns die Praxisbesuche angeschaut haben, eigentlich erstaunt als Mostviertel, dass obwohl es in manchen Gegenden relativ eben ausschaut, dass da trotzdem so viel Aggression gibt, ich war wirklich überrascht davon. Die Starkregenereignisse nehmen zu. Wenn man sich letztes Jahr gesehen hat, insgesamt der Dürre war, aber im Süden, also alles Richtung Wien, Richtung Steiermark, aber die Industrieviertel, publische Welt, da haben wir Rekordniederschläge gehabt bis hin zu Hochwasser. Darauf müssen wir uns einstellen. Und was viel überrascht hat, das war jetzt am Wochenende wieder ein paar Zeitungsartikel drin, was viel überrascht war, sind es nicht mehr gut, weil es nur zwei, drei Jahre waren, da wird es nicht normal, dieser Trend zeichnet sich momentan nicht ab. Deswegen ganz wichtig, große Speicherfähigkeit beim Boden. Wie kriegt man das Wasser in manchen Gegenden hin? Ich glaube, das wird das zentrale Zukunftsthema sein. Ja, ein Wasser wird nichts kleiner, bis die trockenresistenten Sorten am Markt sind. Da sind wir schon alle miteinander verdiert. Deswegen müssen wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen. Der Klimawandel, der findet statt. Und ich sage immer dazu, das müssen wir in dieser Brutalität sagen. Die Landwirtschaft ist bereits das erste Opfer. Die Landwirtschaft und die Gemeinden. Die Gemeinden haben es bei Schwerkriegen, eigentlich beim Hochwasser. Das ist nicht lustig, und in der Landwirtschaft haben wir es. Bodenerosion durch starkregenerative Ereignisse und Dürre. Und ich glaube, wir müssen schon offenen Auges durch das Land gehen und dieser sagen. Ich glaube, es wird der Bitten vielleicht abschließend noch von meiner Seite. Wir haben den Landesbauernrat am kommenden Samstag im Stift Möck und da gibt es einen Tisch. Da sitzen nur ein paar Leute auf der Bühne und mein Wunsch wäre, sonst du das Obmann des Vereines diese Initiative tut schon mit Ansatz, was ich jetzt vorstellen könnte. Ich glaube, das ist wirklich vorzeigenswert. Das ist genau das Richtige, nicht die anderen, sondern die Initiative soll in die Hand nehmen. Das ist das Wesentliche und der Herr Dankeschön und alles Gute für die Zukunft. Also seit Jahrtausenden machen die Bauern und Bäuerinnen das Beste und wenn man stolz sein, dass Niederösterreich so gut aussteht im Tourismus oder dass die Bauernmehlkultur ja geworden ist, dann nicht, weil das irgendein Leid oder was ist, sondern weil das also eine Kulturlandschaft geschaffen worden ist. Und das geht es eigentlich. Und deswegen danke ich euch, dass ihr euch diese Sache annehmt. Ich glaube, der Erfolg wird euch beschieden sein, dass ihr die Wirtschaft aufgrund der hohen Teilnehmerzahl gibt, da spontan zugesagt und gesagt, die Sache gefällt mir. Dass man nicht gesagt, wie viele Leute das da sind. Ich denke, wir werden so 20, 30 da sitzen oder so viele Leute gekommen sind. Eine große Überraschung. Danke, dass ihr da seid. Entwickelt und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin begeistert von deinem. Ein weiterer Punkt, ich habe es vorhin erwähnt, auf unserem Tisch sitzen zusammen biokonventionell wirtschaftende Betriebe. Wir arbeiten sehr gut zusammen, nur ist das leider nicht überall so. Teilweise treten da vermehrt Fäden zwischen den einzelnen Produktionsrichtungen auf. Wie kann man diese Differenz, sagen wir mal, überwinden und wohin entwickelt sich deiner Meinung nach die Landwirtschaft generell? Also ein ganz offenes Wort, wir sind Ökologie-Weltmeister, damit meine ich die Landwirtschaft insgesamt, so sind naturnahe Bewirtschaftung betrifft, die Teilnahme am Umweltprogramm, plus unsere Erfolge im Biobereich. Die Zukunft der weltweiten Landwirtschaft liegt aus meiner Sicht zu 100% in der sogenannten Präzisionslandwirtschaft, das heißt Dünger- und Pflanzenschutz dann zu geben, was notwendig ist, aber überhaupt nichts vom Auseinanddividieren zwischen Bio und Natur.
naturnahes und Industrie, eine naturnahe Produktion dazu, das kann man in der europäischen Vergleich auch hundertprozentig so behaupten. Es gibt kein Land, das solche Programme hat, vielleicht nur ein wenig in Deutschland draußen. Und ich glaube, da darf uns nicht auseinanderdividieren lassen, weil getrennt marschieren heißt gemeinsam verlieren. Und das ist ja kompletter, das sollte man uns nicht zumuten. Muss auch dazu sagen, dass manche gewisse Produktionsrichtungen wählen als Überzeugung, andere als betriebswirtschaftliche Gründe. Auch da muss man die Hintergründe ganz klar sehen. Ich sage es nur ganz objektiv, das ist kein Vorwurf von irgendwem, aber das ist eine Tatsache. Und ich glaube, dass man gut daran dann, wenn man die Landwirtschaft insgesamt gut darstellen, nämlich so wie sie ist, und wir werden auch in den nächsten Wochen, du hast es schon gesehen, eine Kampagne starten, wo wir den Spieß aber umdrehen wollen, weil wir kriegen immer den Vorwurf, dass die Landwirtschaft Insekten vernichtet oder Bienen, Mörder, sonst irgendwas ist in seinem Unfug. Wir werden einmal darstellen, dass wenn alle Landwirte in Europa so wirtschaften würden wie die Österreichischen, dann hätten wir mehr Bienen und mehr Insekten. Und das ist ganz einfach die Wahrheit. Nicht nur, weil das eine oder andere klassisch im Mittelbereich geändert worden ist, sondern weil einfach die Struktur ganz kleinteilig ist. Und das wissen alle miteinander, dass da die kleinteilige Struktur vor allem für die Insekten, für die Lebewesen ganz wichtig ist. Vielleicht noch eines dazu. Letzte Woche war der Dr. Leudl beim Herrn Präsidenten Schmuckenschlag und bei mir, der war einmal diesem aufgetretenen Zieg 2 beim Armin Wolf zum Thema Bienen. Und der ist sehr gelobt worden vor der Landschaftszeiten. Weil er sagt, beim Insekten-Thema und beim Bienen-Thema ist die Landwirtschaft eine von vielen Ursachen, aber auf keinen Fall der Hauptursache. Und der hat mir das sehr gut erklärt. Der hat gesagt, wir brauchen einfach wieder kleinteilige Lebensräume, Biotopverbünde, wie du schon angesprochen hast. Und vielleicht werden wir wieder mal dahin kommen, dass es da ein paar Dümpel mehr gibt und ein paar Städte mehr gibt. Wenn wir das nicht haben, werden diese Biotope fehlen, aber ja, das können wir ganz einfach machen. Ich sage euch dazu, alles was mit dem Thema Boden zusammenhängt, gibt es eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist ja wesentlich, dass wir da genau Richtung GAP-Verhandlungen, dass wir uns treffen führen, Insekten, Boden, weil ich glaube, da sind die Leute am meisten bereit auch, oder haben das Verständnis dafür, wenn hier öffentliche Gelder von Seiten des Landes, von Seiten des Bundes und von Seiten der EU fließen. Das ist, glaube ich, mein Zusammenhang.